klimaschonende Gebäude zu errichten, ist unsere Verantwortung. Und da haben wir schon sehr viel erreicht und sind Vorreiter als Region Niederösterreich. Für die Radlfahrer zwei Empfehlungen. Zum Ersten, das Gefängnis in Korneuburg ist eines der größten Passivhäuser der Welt. Wenn das nicht so sexy ist, was ich verstehen kann, dann bitte auf nach Krems in die Landesgalerie. Wunderbar, ist spannend. Einfach Kultur genießen und dann anschließend gemütlich an der Donau sitzen. Viel Spaß beim Radeln. Danke für die tolle Initiative.